Ladies and Gentlemen, Special Video. Special Video. Ein wunderschönes Q&A. Sven und ich sind für euch wieder am Start. Diesmal gab es das Thema Fragen an euch. Fragen an uns. So. Fragen an euch. Ja, Fragen an euch und ihr müsst antworten. Frage Nummer 1. Warum habt ihr kein Abo da gelassen? Frech. So. Ich habe mir mal gedacht, Podcast läuft nicht mehr. Infovideo hatten wir diesen Monat schon. Also zwei Video- Infovideos in einem Monat sind schon krass. Ja, deswegen mal umgehen, indem wir einfach ein Q&A machen. Easy. Q&A. Ja, dadurch wird das Infovideo unterstrichen. So einfach ist das. Deswegen. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Wieder so ein bisschen, so ein Frag-All-In. Ja, gut, Zeit. Nur halt ein bisschen anders. Ja, jetzt sind es halt 6 Frag-All-In-Fragen in einem drin, weißt du? Und wir reden mit dem. Ja, und ich werde immer mit Handy rumlaufen. Nicht mal so, hallo. Ja, das machen wir dann nächste Q&A, machen wir dann mit WhatsApp, weißt du? Dann müssen wir ganz mit Videochat von WhatsApp. Ja, dann ist immer noch hinten noch solche Vibes, weißt du? Laufen wir zu. Hallo. Hi. Ja, warum denn nicht, ne? Kann man machen. Kann man melden. So was kann man. Ja, genau. Ihr habt unsere Community-Tab gefunden. Ich habe das auch unter TTT, was so 1.12 aufgefahren hatte, mal drunter geschrieben. Und könnt ihr mit Unity Hub gerne Fragen stellen, falls ihr welche habt. Thema ist egal. Und 6 Fragen haben wir jetzt bekommen. Das ist auch ganz okay. 6 ist eine gute Zahl. 6 ist eine gute Zahl. Ich habe gerne 6. Was hältst du so von 6? Finde ich super. Ja, schön. Einfach toll. Bevorzugst du Sachen in 6? Ja, selbstverständlich, ne? Also. Also, ich hab da schon so meine Vorlieben und du? Ja, 6 ist cool. Weißt du, das Runde der 6, das ist immer. Das ist ein schönes Loch, weißt du? Da, Löcher sind schon cool. Löcher sind echt cool, da muss man Löcher, rein oder. Löcher in 6 sind echt schon. Ja, schon. Weißt du, der Stab in 6, der gefällt mir ja gar nicht, ne? Nee, aber der muss ja auch in das Loch rein, ne? Hä? Eigentlich. Der muss ins Loch rein. Was ich mein Loch ist. Auf jeden Fall, ihr habt Fragen gestellt. Fangen wir einfach mal mit den mehr so ernsteren Sachen an. Und am Ende machen wir dann die Rauschmeißer-Fragen. Okay, und am Ende habe ich aber auch noch eine Frage. Okay, am Ende macht Sven. An die Community. Macht Sven die Bonus. Die ultimative krasse Identitätsklau-Bonusfrage. Ja. So, die meistgelikte Frage ist. Wie geht's dir, / euch, von Richtige Heo? Oh. Ist eine nette Frage. Also mir geht's aktuell ganz okay. Also es könnte besser gehen, aber es könnte auch schlechter sein. Also sag ich es mal so, mir geht's gut, ich bin gesund, aber ich bin halt ziemlich erschöpft von der Arbeit. Jo. Weil ich halt nur Überstunden machen muss. Und bei dir so? Ja, ich muss aktuell nicht zur Arbeit. Deswegen geht's mir gut. Also so vom Allgemeinen her geht's mir eigentlich auch ziemlich gut. Also ich meine, bei uns ist es ja noch nicht so schlimm mit Corona in unserer Umgebung, sag ich mal. Das stimmt. Du liest mal hier oder da mal einen Fall oder so. Oder ein Tod. Ich meine, klingt jetzt doof, aber es ist nicht mal. Tod habe ich noch nicht mal 10, habe ich nicht mal 10 Sachen von gelesen. Also ich glaube nicht mal 10-stellig bei uns. Nee, nicht mal. Aber so bedenkt in anderen, wie Jena oder so, die haben jetzt Maskenpflicht und bei uns ist das hier einfach. Weißt du? Das stimmt. Das interessiert halt einfach keinen. Also von daher ist das auch ganz nett und angenehm. Ich habe aktuell ein bisschen Zeit zum Schneiden und für Bannerlord. Von den beiden Sachen bevorzuge ich aktuell Bannerlord. Ja, stimmt. Sven kann es bezeugen. Ich muss ja irgendwie dann Animal Crossing Spielzeit wieder aufholen. Ist alles nichts. Ja, also wie gesagt, vom allgemeinen und privaten her ganz gut. Vom YouTube-Dasein ist, glaube ich, auch ganz angenehm aktuell. Aufnahmen machen aktuell viel Spaß. Ja. Ich meine, das Drum und Dran stört mich aktuell ziemlich, aber so an sich selber alles ist top. So an sich geht's, ja. Genau. Ich habe Pokémon durchgespielt, also Pokémon ist die Dungeon, die Story. Also ich bin zufrieden, dass ich in meiner kleinen Freizeit noch alles reißen konnte. Ja, nein. Immerhin. Wie viele Spielstunden hat das? 20? Wenn du gut durchkommst, kommst du unter 20 Stunden auf jeden Fall raus. Okay. Aber ich hatte die Problemstelle mit Lava, das habe ich dir auch erzählt. Da habe ich
Ja, ich war 10 Level über Durchschnitt, bis ich glaube, das überhaupt geschafft habe. Also, ich habe jetzt über 23 Spielstunden. Ah, das geht aber. Um die Hauptstory durchzuspielen. Ja, das ist okay. Ja, Lavados hat halt aufgehalten. Die anderen waren alle wirklich easy, außer Rayquaza. Da bin ich öfter gestorben als zum Goku, aber... Also, dreimal. Also, ich bin fünfmal gestorben. Mein Teampartner siebenmal. So wird schon. Oder andere zweimal. Ich war so ein Dreier-Team und auf jeden Fall, ja. Aber ich hatte genug Belieber dabei, also... Immerhin. Immerhin. Aber wir schweifen schon wieder ab. Was? Dann kommen wir zum Bier. Auf Bier. Genau, er ist Platz 2 quasi von den Likes her, deswegen kommt er als nächstes. Dosenbier. Könnte schon eine Sneak geben zu neuen Projekten. Ich weiß nicht, dürfen wir das schon machen? Oder können wir das, dürfen wir, wollen wir überhaupt? Dürfen wir alles, wenn... Wir sind ja die Macher, weißt du? Ja, ich bin noch nicht so lange Inhaber von Ollin. Weißt du, ich war ja immer noch Angestellter und jetzt bin ich Inhaber, ich kenne meine Rechte noch nicht. Ja, stimmt, eigentlich habe ich gar keine Befugnis, sondern nur du. Ah, nee. Ich müsste Bernd fragen oder dich. Ja, weißt du, ich kenne das leider nicht so als Inhaber, ich war ja immer Angestellter. Hm. Und Bernd ist dann leider nicht mehr da. Ja, deswegen, du hast die komplette Macht. Sven hat die Macht, Leute. Okay, dann gebe ich dir jetzt die Aufgabe, mach mal so ein bisschen Sneak. Okay. Warzone ist jetzt deinstalliert seit heute. Stand Sonntag 14 Uhr ist es seitdem deinstalliert. Wir nehmen jetzt quasi kurz vor 4 auf am Sonntag und Cheat Zone habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Haben die nun aus meiner Sicht komplett verkackt. Deswegen brauche ich mir das nicht mehr antun. Deswegen kommen jetzt einfach noch die letzten Aufnahmen, wo ich mich aktuell sehr quäle, die zu machen. Weil wenn ich jetzt sehe, kriege ich schlechte Laune. Sei froh, dass ich die Solo-Runde nicht noch geschickt habe. Ja, die mussten mir aber auch noch schicken. Einfach wenigstens noch eine gute Sache. Pfeife, ey. Oh Mann. Und, es gibt noch eine Solo-Challenge. Schneide Sven übermorgen. So. Was? Das soll wohl, das schaffe ich nicht. Ah, ich habe keine Probleme dazu schicken, Sven. Das ist die erste Sneak. Wo es auch vorbei ist, sind wir halt im Überlegen, was wir als Ersatz machen. Also es wird quasi noch einen neuen Shooter geben, beziehungsweise einen alten Shooter, den es schon mal auf dem Kanal gab. Also mein neuer Alter. Der neue Alter. Genau. Zurück zur Ex. Quasi. Ah, okay. Zum Ex-Shooter. Jo. Und ja, deswegen Warzone klingt jetzt so langsam ab. Kommen jetzt alle 2 Tage, damit es möglichst schnell vorbei ist. Und einmal die Woche kommt dann TTT, das geht jetzt ein paar Wöchlein lang, dass mindestens einmal die Woche TTT kommt. Mhm. Wir haben schon am 18. Haben wir die zweite Session aufgenommen. Da waren wir dann 6 Leute sogar. Krass. Wer die erste Folge gesehen hat, weiß, da waren wir 5. Nur mittlerweile ist Drasson gut beschäftigt mit 9 Leuten. Wenn sie davon ran schaffen für TTT. Also quasi Drasson ist der Zuhälter auf der Reeperbahn und lockt alles seine Gasse. Voll geil, ne? Ja. Wir haben unsere eigene Zuhälter. Der Drasson ist quasi der Olivia Jones von YouTube. Weißt du, holt alle in die Gasse und dann wird hart geredet. Ah, oh, richtig hart geredet. Richtig hart geredet. Ja, genau. Und ja, das Format bleibt erstmal so, dass wir zweimal die Woche mehr so verbringen. Aktuell kommen wir gut damit hin, vor allem TDT, das geht gut von der Hand. Ja, eigentlich. So an sich. Und ja. Der andere werden Warzone dann ersetzen und dann, sobald die alle 2 Tage dann vorbei sind, kommt dann wieder zweimal die Woche was. TTT und wahrscheinlich ein neuer Shooter. Bonus kann immer kommen. Richtig. Goodie. Möchtest du was zu ergänzen oder soll ich die nächste Frage? Nee, ruhig die nächste Frage. Du hast mir alles so weit erzählt, dass das alles gut klappt. Justin Fischer fragt: Warum der Hamster? Ist das eine geheime Botschaft?
Der Hamster. Ja, ich habe im Q&A, guck mal, ein Bild einfügen, weil wir, nachdem wir die 1000 mal kurz geknackt hatten, haben wir dann wahrscheinlich was Neues freigeschaltet, deswegen habe ich als erstes Bild mal den Hamster genommen. Da fiel mir ins Auge. Ja. Weil ich dachte, okay, ich kann Bilder fügen. Erstmal machen. Was nimmst du? Oh mein Gott. Hamster, alles klar. Naja, also der Hamster ist keine geheime Botschaft. Der Hamster will lieber, kennt ihr die Folge von South Park, wo Kyle lieber ein Basketball spielen will? Und, ja, die kenne ich. Und dafür hat er sich umoperieren lassen zu einem großen Schwarzen. Und sein Vater ist ein Delfin geworden. Und Holger will quasi auch so was machen. Holger will nicht mein Hamster sein. Holger will quasi jetzt in die Richtung Delfin gehen, aber ein bisschen abweichen. Er will lieber zum Cousin vom Delfin werden. Aber viel mehr ist da noch nicht drin, deswegen. Das ist auch eine kleine Sneak dazu. Also das ist toll. Ja. So, und ergänzend dazu, was macht das Team so? Bernd macht bestimmt irgendwas mit Alkohol. Ja. Und alle Gruppen, wo wir drin sind, stumpfschalten. Richtig. Bestimmt. Ja, und Holger, wie gesagt, sucht aktuell einen Termin für seine Rassenumwandlung. Genau. Und Yannick und ich talken jetzt gerade hier mit euch zu. Genau. Und wie uns was geht, haben wir ja schon gesagt. Genau. Also wir beiden sind die Einzigen, die produktiv arbeiten. Ja, aber das kennt man ja vom letzten Jahr auch noch. Weil letztes Jahr war Bernd ein bisschen aktiver. Ja, Bernd war... Bernd ist halt... Das ist halt die Sache an Bernd. Bernd ist halt nur aktiv, wenn er sieht, dass das irgendwie was... Dass das was bringt aktuell. Also der ist nur motiviert, wenn der Kanal gerade auf Hochtouren läuft. Quasi, als wir unsere gute Abo-Phase hatten, da war er aktiv dabei. Als es ruhiger wurde, dann weniger. Dann, als wir unsere 1000 Aufrufezeit hatten, war er auch wieder aktiv dabei, kurz zumindest danach. Und seitdem wir unsere jetzt so um die 350 Aufrufe oder sonst irgendwas Phase haben, hört das letztlich gar nicht mehr. Hashtag abgehoben. Hashtag abgehoben. Das ist der Berti. Wie man ihn kennt. Er wird nicht mal auf Rapschitzer geht nach Leipzig Botschaften, weißt du? Das ist krass, ne? Also ich verlinke ihn immer auf Twitter oder sonst aber nix. Weißt du, manchmal denkst du, du kennst Leute, aber in Wahrheit. Vielleicht Bernd ist einfach so ein kleiner David, weißt du? Ich kann ihm sagen, was ich will, er hört's nie. Sicher? Ja. Als ob Bernd sich die Mühe macht, ein Video bei uns zu gucken. Oh, ich schicke ihm das Video dann. Ja, mach du gut. So, ja, das waren auf jeden Fall die ernsten Fragen. Die Rauschmeißer-Fragen. Bist du bereit, Sven? Ja. Apropos Rauschmeißen, würde Sven für 500 Euro Yannick vom Kanal kicken? Also, ganz ehrlich. Vom Pumperlo. Oh, Pumperlo. Also. Für 500 auf jeden Fall nicht. Bernd und Holger auf jeden Fall. Aber Yannick auf jeden Fall nicht. Nicht für 500. Ich stell dir einfach so vor. Ey Sven, fehlen noch zwei Videos. Da muss er bringen und da muss er bringen. Ich kann gerade nicht, ich bin auswärts. Sven guckt auf Snapchat, wo er gerade ist. Auch in diesem Moment. Okay. Und Holger ist halt wieder. Das war wirklich schon mal so. Da hab ich geguckt, der war ja gar nicht auswärts. Ja. Da hab ich auch gedacht, Alter, du Sau. Ja, nee. Das kriegst du doppelt, aber, das kriegst du doppelt so viel Arbeit. Oh Mann, ey. Nee, also Yannick auf gar keinen Fall rauswerfen, weil auch wir beide funktionieren gut als Team. Ja, das stimmt. Mit Absprechen. Das kriegen wir vor allem auch letztes Jahr ziemlich oft in den Kommentaren zu hören. Finde ich sehr nett von euch, dass ihr aktuell so wieder so richtig aktiv seid. Der Kommentar ist super, also. Also abgesehen vom Algo. Algo ist auch immer schön. Aber ich. Die Algo-Welle. Ja, aber. So, Algo ist quasi ein bisschen weniger geworden, aber nur im Sinne von, die Leute, die nur so Algo schreiben, schreiben jetzt irgendwas Witziges. Mhm. Aber Algo ist auch immer top. Falls ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, einfach Algo. Genau. Und dann kommt wieder irgendjemand an und sagt, wir sind Bots. Ja. Geil. Peter hat auch nochmal mit einem Loppen an einen von den anderen aufgenommen. Haben wir geklappt, das Format. Geil. Ja. Da hat heute auch ein Quatschformat gemacht. Auf Twitch.
Das heißt, wir haben das direkt geklaut und auf YouTube umgewandelt. Easy. Kann man machen. Aber Sven, an deiner Stelle würde ich sagen, 500 Euro Yannick vom Kanal kicken, machst du? Und danach legst du mich wieder ein. Steht da ja nicht, dass es ausgeschlossen ist. Okay, so weit habe ich gar nicht gedacht. So ja. Ich habe 500 Euro gewonnen und ich habe noch meinen Partner danach. Geil. Genau. Dann kriege ich aber 100 ab bei dem Plan. Auf jeden Fall. Nee, aber Yannick kicken auf gar keinen Fall. Ja doch. Heißt ja nicht bannen. Nein, also jetzt so. Dauerhaft, ja. Also, wenn man es dauerhaft machen würde, ja. Das auf gar keinen Fall. Gute Idee. So wie ich sehe Yannick auch eigentlich als Kopf von All In. Nee, das wäre. Nee. Doch, der klassische Arbeitgeber, er ist nie da. Verteiler. Oh Mann, ey. Aber so kenne ich das halt auch noch, was? Die Chefs sind immer auswärts. Passt da eigentlich. Bert ist auch, zumindest auch, selbst wenn Bert zu Hause ist, ist er auswärts vom YouTube-Channel. Das stimmt. Das ist so ein richtiger Band, das Volk. Ja, kann man immer. Aber es muss was sein. Genau, ich meine, Band darf sowieso nichts kicken, weil sonst kann einer verlieren. So, letzte Frage. Oh Gott. Von Waldo. Waldo. Jetzt ist krass. Sven, was hältst du von Fässern? Nein, Spaß. Steht da. Freunde, hilf uns, weiß ich. So, ne, Waldo fragt natürlich. Schon mal im Kino eingeschlafen? Ich jedes Mal. Ja, ich auch. Jedes Mal? Und zwar, nee, einmal. Okay. Also, da kann ich euch die Story zu erzählen. Das war auch wieder so eine Band-Story. Hm? Beziehungsweise so eine Schul-Story. Schwul? Schul-Story. Nee, auf jeden Fall. Wir mussten dann abends von der Schule aus ins Kino. Ja. Und uns dann den Film Malala angucken. Ah, ja. Hm. Stimmt, ich so. Das war ja diese eine, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Ja? Okay. An sich ein gutes Thema? Okay, gut gerettet. Ja, aber der Film war so langweilig gemacht. Und unser Lehrer, der war, dass er so ein Arschloch. Wir durften nicht mal Popcorn, nicht mal Cola irgendwie kaufen. Wir mussten da wirklich stumpf sitzen und diesen scheiß Film gucken. Mhm. Und Bernd hat da das erste Mal seine Freundin gezeigt, also mir damals gezeigt, weil die kann er mit. Ja. Und dann fand ich den Film halt so langweilig und dann bin ich eingeschlafen. Da hat die mich erstmal richtig so auf den Rücken gehauen, bis ich wach war. Boah, nie wieder, ey. Das keine Scheu. Boah, das war echt schlimm. Aber da fing die Zeit schon an, weißt du? Direkt im Kino kennengelernt und dann haben wir Band immer wieder ins Kino, weil er genau wusste, da ist es ruhig. Da kann man nicht angeredet werden. Ah, wie geil. Vor allem Bernd jedes Mal so, Leute, Lust auf Kino. Ich halte es nicht mehr aus. Passend dazu, ist wirklich perfekte Einleitung, Sven. Bernd schreibt dann in die Gruppe, Leute, Lust auf Kino oder so. Und dann ging es irgendwie nicht. Dann hat er mich privat nochmal angeschrieben, Janik, komm, bitte, scheißegal, welchen Film gucken. Das ist Kino. Nur weil ich brauche eben meine Ruhe. Und dann haben wir Sneak Preview am Mittag geguckt. Das war, als du schon aufgegeben hast. Also genau deswegen hatte ich ja keine Lust, beziehungsweise keine Zeit. Weil Sneak Preview hatten wir nur Fails quasi gehabt als Filme, so aus unserer Sicht zumindest. Und Ben und ich waren halt einmal länger da, weil Ben mich halt angebettelt hat, das einzige Mal in seinem ganzen Leben. Da weißt du mal, wie ernst das war damals. Und ja, dann haben wir dann saßen wir im Kino, Sneak Preview ging los. Wir hatten immer in der Sneak Preview immer deutsche Filme gehabt. Immer. Und ich bin so doof, das klingt, ich hasse deutsche Filme. Ich bin so abgeneigt von, weil die einfach alle Rotze sind und sonst was. Was? Du machst keine Til Schweiger-Filme? Nein. Die Ami-Filme, wo er drin ist, die sind immer ganz gut, weil er da gekillt wird meistens. Auf jeden Fall. Oh, war es damals dann Lombok oder Lombok? Irgendwie so war es, einfach mit Bock auf jeden Fall.
Ja. Der zweite Teil. Da gab es einen zweiten Teil von, warum auch immer sowas einen zweiten Teil hat, da merkt man allein die Kopf. Egal. Und Bernd hat sich immer bekämmelt vor Lachen. Das war irgendwie so ein Drogenlustig-Film. Ja, Drogen, okay, gut. Ja, diese Comedy-Drogenfilme, weißt du, wo ich mir denke. Und dann noch Deutsch, dem hier noch weniger. Der wäre spitze, stumpfe Scheißhumor von den Deutschen. Die sind immer der gleiche. Oh mein. Oh, ich klinge wie so. Nee, egal. Auf jeden Fall, mein Humor hat es nicht getroffen. Ich bin deswegen hier und da mal eingepennt. Mein Wecker war der Bär, der immer wieder gelacht hat, in welchen Szenen ich mal so. Was? Bär zu sehen, den lasse ich gerne weg. Weißt du, wo wir Jumanji geguckt haben, auch mit Bär, und er auch jedes Mal lachen musste? Ja. Das war auch so geil. Alle im Kino sagen, gucken wir immer so zu uns rüber. Ja, ich meine, der Film war, fand ich nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber da gab es solche Szenen, wo Ben einfach der Einzige war, der einfach gelacht hat. Das war so peinlich, so ein bisschen. Peinlich. Weißt du, wir sitzen. Alle gucken uns dann an, weil Ben auf einmal alleine lacht. Und auch nicht gerade leise. Das Kino ruhig. Oh. Also im Kino haben wir schon einiges erlebt, ne? Mhm. Das Schlimmste war eigentlich diese kleinen Kiddies, die, wo wir hier Infinity War geguckt haben. Ja, Infinity War oder was? Infinity War. Leben noch ein. Ja. Oh, das war so, oh nee. Am liebsten so aufgestanden, so eine Zuhälterstelle gegeben. Ja, ich meine, wir sehen jetzt am Ende, deswegen einen Spoiler zu Infinity War, ja? Falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich bin hier Spoiler Alert. Im Infinity War sterben hier und da mal Leute. Genau. Die meisten durch den Schnips. Thanos hat alle Steine, das heißt, er schnippt. Und die halbe Menschheit ist weg. Löst sich dann auf. Ja. Halbe Menschheit. 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 Halbe Menschheit löst sich dann auf. Traurige Szene zwischen Spider-Man und Iron Man. Oh, Spider-Man. Alles total betrübt in dem Film. Kleines Kind hinter uns. Oh, die leben ja noch alle. Und das ist, ich weiß noch genau, wenn du nicht gucken sollst. Ist er doof? Der hat aber auch immer geredet. Ich verstehe schon, als Vater willst du halt mal ins Kino mit den Kindern, damit du auch mal deine Ruhe hast. Aber selbst da reden die. Einfach so eine richtige Zuhälterschelle geben. Einfach so richtig BAM! Ja, ich freue mich schon, wenn wir fit sind, weißt du? Ist so. Links ist mein Kind, rechts ist mein Baseballschläger. Rechts kommt ein Alter, wenn links so laut ist. Wenn links so laut ist, kommt rechts vorbei. Oh Mann, ey. Quasi wie in der Politik. Ein bisschen, ne? Aber egal. Ja, hoffentlich gefällt euch so zwischendurch mal so ein Q&A-Video einfach mal zu machen. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Sachen, gerne in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Da ist keine Info, das heißt, ihr dürft ihr liken. Sven wollte die finale, ultra krasse Bonusfrage stellen, ja? Richtig! Also, ich spiele Animal Crossing, ne? Ja, nee, jetzt brauchst du gar nicht runtergehen. Auf jeden Fall, wer von euch spielt das auch und ich will hier Rüben-Investor werden. So richtig krasse Rübenpreise und sowas alles. Also, ich brauche jetzt Leute, die halt immer richtig krasse Rübenpreise haben, wo ich dann kaufen kann, also richtig günstig und richtig teuer verkaufen kann, weil ich will meine Insel richtig geil verändern. Und dafür brauche ich Geld. Also auf jeden Fall, wäre cool, wenn ihr das in den Kommentaren schreiben könntet. Und ja, vielen Dank. Tschüss! Janik, du kannst ja rauskommen. Ist vorbei. Wie kannst du mir solche Sachen antun? Hättest du dir eigentlich denken können.